Hallo YouTube, willkommen bei Gag spielt Starfield. Wir sind schon bei Tag 8. Super geiles Spiel. Es wird von Folge zu Folge geiler und besser. Ich bin immer mehr süchtig. Wenn ihr Spaß in den Folgen habt, abonnieren, kommentieren und liken. Warum nicht? Schadet ja nicht. Dann können wir gemeinsam noch mehr Abenteuer erleben. Let's go! Rein in das Sternenfeld. Direkt weiter. Wie hat's aufgehört letztens? Wir haben eine Bewerbung geschrieben für die eine Firma, wurden angenommen und jetzt haben wir irgendwie einen Auftrag bekommen. Oder auch noch speziellen Auftrag für den anderen. Also wir sind jetzt Arbeitnehmer und müssen Aufträge erledigen anscheinend. Mal schauen. Lass uns das mal hier prüfen. Okay. MSI Afterburner gar nicht an, weil ich habe mein Rechner neu gestartet. Nee, ich hatte Bluescreen, stimmt. Ich hatte Bluescreen. Imagine. Okay. So, was ist denn mit der Andrija? Hm. Ja? Ja, bitte. Okay. Zurück ans Werk. So, machen wir die Quest, die wir haben. Welche haben wir denn aktiv? Bilanzausgleich. Sprich mit Hong Li. Machen wir das mal direkt. Was machst du denn da? Sprich das hier nicht an. Komm mit. Ultra geile Story. Was hier alles dabei ist, ist der Wahnsinn. Also, ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, was ihr, glaube ich, in den ersten Folgen gemerkt habt. Aber jetzt einfach wild. Wild das Spiel. Ich habe dich im Blick. Atmosphäre, die gigantische Charakter gut geschrieben, Story ist gut gemacht. Muss man natürlich ein bisschen modden. Oh. Damit alles besser läuft, aber es funktioniert. Ich finde es ein bisschen wild. Es gibt aktuell sehr, sehr viele YouTube-Videos, wo überall Cheats gezeigt werden. Ich halte nichts von Cheats. Glitches als Cheats ausnutzen, damit man unendlich viel Geld hat. Auch irgendwelche Mods würden gezeigt, dass man endlich viel Gewicht hat. Ich weiß nicht, ich halte von sowas nichts. Keine Macht in Drogen, keine Macht in Cheats. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr für Cheats? Unendlich Gewicht, unendlich Kohle? Das ist doch, weiß ich nicht. Man braucht doch eine gewisse Challenge in einem Spiel. Aber wenn jemand Bock hat, sind nur ein Singleplayer, stört ja nicht keinen anderen. Ich bin nicht dafür. Ich bin Cheat-Hater, könnte man so sagen. Stimmt, dass Tommy NGN so ein Cheater, besonders bei seinem Battlefield. Jetzt würde er es nicht spielen, 2023 Battlefield 4, imagine. So. So, wir sind in Neon. Ich habe auch einige Videos auf TikTok über Neon gemacht. Kannst ja vorbeischauen. Link auch in der Beschreibung unten. Auch jetzt in allen Streams. Auch ein Panel drunter, könnt ihr auch direkt draufklicken. Alles mehrfach verlinken, draufklicken, ohne dass man irgendwie copy-pasten muss. Viel einfacher für jeden. So, wo sind wir denn? Wo gehen wir denn? Was ist denn hier? Was ist denn mit dir? Wenn du ein paar Creds übrig hast, ich nehme sie gerne. Wan Li, hallo. Hey Chief, hast du ein paar Creds übrig? Was sind denn Creds? Ach so, Credits? Such dir einen Job, ich kann nicht helfen. Ja, nimm. Ergebensten Dank. Bist echt ein toller Hecht. Ja klar, that's what she said. Ich zahle dir das irgendwann toller zurück, Hecht. Straßenehrenwort. Das ist eine Investition, keine Spende. So, ein Raiju-Techniker wollte wissen, ob du irgendwelche Slates gefunden hast. Bettest du schon lange? Hast du eine Unterkunft? Augenblicklich nicht. Okay. Früherlich nicht. Zukünftig? Ich arbeite daran. Mal okay, sehen, wie verstehe. Das Portal läuft. Aber was Besseres finde ich sowieso nicht so leicht. Ich habe einen super Platz neben dem Trollladen. Mit Dach und All-You-Can-Eat-Müllbuffet. In den Trollladen? Ich kann zwar nicht alles essen, was sie wegwerfen, aber genug.
Ja, das passt ja dann. Bettest du schon lange? Was ist denn jetzt? Ungefähr 6 Jahre. Merkt man, oder? Weil ich so gut bin. War jede Menge Übung nötig und ich musste meine Botschaft verfeinern. Aber wenn du Feedback hast, Chief, immer her damit. 6 Jahre, oh mein Gott. Fürs Erste solltest du aufhören, mich Chief zu nennen. Du brauchst keine Tipps von mir. Erstmal nicht Chief nennen. Ah, tut mir leid, Chief. Ist einfach Angewohnheit. Scheiße, schon wieder. Ja, nicht so schlimm. Ich bin nicht Chief, ich bin der Master Chief. Wenn dann, richtig, hier genug Papa. Wow. Hier. Ja, echt, nimm noch ein paar. Super nett von dir, Chief. Das haut mich um. Ja, na klar. Wie wird man gut im Battlen? Ach, du willst meine Geschäftsgeheimnisse hören? Ja, klar. Verständlich. Heraus. Ist wie bei Immobilien. Standort und Timing sind alles. Man muss sichtbar sein, aber nicht so, dass jemand die Wachen ruft. Hättest du gerne noch eine Spende? Ach, ist schon okay. Einmal am Tag reicht. Ich will dich nicht arm machen. So, ein Raju-Techniker wollte wissen, ob du irgendwelche Slates gefunden hast. Mal schauen. Ja, hab ich. Ja? In einem Mülleimer, neben einem halbgegessenen Chunk. Das war perfektes Timing. Neulich hat der Wind nämlich all meine Kalkulationsbögen weggeweht. Weißt du? Aber mit dieser Slate wird mir das nicht passieren. Verstehe. Du arbeitest mit Kalkulationsbögen? Behalt die Slate, aber lösche Daten darauf. Ich kann dir deine alten Kalkulationsbögen suchen und gegen die Slate tauschen. Hier mal fragen. So ist es. Ich schreibe sie mit der Soße aus den Tütchen auf die Servietten. Ist kein perfektes System, aber es funktioniert. Ich kann deine alten Kalkulationsbögen suchen und sie gegen die Slate tauschen. Dann müsste ich nicht wieder von vorne beginnen. Okay, abgemacht. Mach mal. Es ist beim Pausenbereich passiert. Die Seiten könnten auf dem Boden, den Tischen oder sogar auf dem Dach liegen. Wir werden das finden. Wenn du alle drei findest, gebe ich dir die Slate. Fairer Tausch. Ich bin dabei. Machen wir so. Bereit, wenn sie es sind. Okay. Auf geht's, Chat. Suchen wir die Slate. So, auf geht's, Kommentare. Suchen wir die Slate. Habt ihr die Slate gefunden vor mir? Oh, was ist denn hier? Serviette mit Kalkulationsbogen. April. Einnahmen 60 Creeds, Ausgaben 82 Creeds. Überschuss aus dem Vormonat 33 Creeds. Saldo Monatsende 11 Creeds. Weiter. Finde die Kalkulationsbögen in der Nähe des Pausenbereichs. Das finde ich gut, dass das Spiel das einfach so mir sagt. März. Einnahmen 87 Creeds, Ausgaben 78 Creeds. Überschuss Vormonat 24 Creeds. Saldo Monatsende 33 Creeds. Finde die Kalkulationsbögen in der Nähe des Pausenbereichs. Okay, da müssen wir hochgehen hier, oder? Halt dich halt hier fest, Alter. Why? So, hab ich. Serviette mit Kalkulationsbogen May. Einnahmen 74, Ausgaben 66. Überschuss von 4 Monaten 11. Saldo Monatsende 19. Wie viel hat die denn da verloren, Alter? Dafür, dass sie so viel so schön aufschreibt, ist ja wild. Bitteschön, hier, Battle you have hard, your slate. Hey, Stammkundschaft. I found some Kalkulationsbögen hier. Wow, was für eine überragende Leistung. Jetzt Na, kann klar. ich endlich so richtig That's Ordnung schaffen. Hier ist deine Slate. Sag deinem Tech-Typ, dass ich sie nicht angerührt habe. Und selbst wenn, würde ich nichts davon verstehen. Bestimmt Copy-Paste hat sie gemacht. So, bringe Rafiko die Slates. So, na können wir ja machen. Können wir ja machen und dann müssen wir den Auftrag machen, den uns die Chefin gegeben hat. Was waren das nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon 2 Days her. In Echtzeit zumindest ist es 2 Days her. Im Spiel ist es einfach nur ein kleiner Ladevorgang.
Ich weiß nicht, wie lange ich mit diesem Job noch überlebe. So. Alexa? Temperatur. Temperatur. Alexa? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 27 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von 13 Grad erwartet. Wir zocken an meinem schönen heißen Tag hier. Mal schauen, wie lange halten wir hier aus? Bleibt dran, das werdet ihr sehen. Es geht spannend weiter. Ich freue mich auf die ganzen wilden Dialoge hier. Bin ich immer gespannt, was der Sack sagt. Hat dann was seine Slate verloren. Er würde auf Fisch und Meeresfrüchte verzichten. Da sind Firmengeheimnisse drauf. Und er tut sie einfach so leichtfertig da, ne? So leichtfertig da, so rumwurschteln hier. Let's go. Es gibt immer etwas zu tun. Man muss ein gutes, aber schnelles Tempo finden. Ich habe deine Slate wieder. Gute Arbeit. Appreciate. Du warst dieser Aufgabe also gewachsen. Ja, easy. Und wie gesagt, Zeit ist Geld. Hoffentlich sind diese Credits eine angemessene Entlohnung für dich. Jetzt entschuldige mich, auf mich wartet ein Agent. Okay. Hallo. Was für ein Geizkragen, nur 2K von dem bekommen. Techniker, was kann mit ihm reden? Es passt jetzt nicht. Passt jetzt nicht? Hey, wenn es jetzt nicht passt, dann wird's passend gemacht. So, einen Schritt voraus. Hier, lade das Programm bei Celltech Corp. Ah, genau, die haben doch da irgendwas gemacht. Das müssen wir zurückmachen. Gut, gut, gut. Heimlich müssen wir irgendein Programm laden. Zurück zu dem Elevator. Nicht zu den Boys, sondern zum Elevator selbst im Spiel. So. How are we? So. Bin ja mal gespannt, wie lange ich für das Spiel brauche. Spätestens am 14. Das sind noch 3-4 Tage. 4 Tage in Echtzeit. Wir ein bisschen hier Motorfest aufzocken. Ich glaube, ich hätte hier noch Jahre hier zu tun, wenn ich mit dem Tempo so weitermache, mit jedem spreche, jeden Dialog mir anschaue, alles drücke, mir alles anhöre, mir alles ansehe. Aber das ist ja das Schöne. Man lebt in einem Spiel. Das ist kein Spiel, das ist eine Simulation. Das ist I Starfield. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine, welches Spiel mit I anfängt. Und sich alle beschweren, dass man sagt, das ist ein Spiel. Hast du hier was zu suchen? Und schreibt doch im Chat, ob ihr wisst, was ich meine. Was zu erledigen. Wer ist im Chat, den kann ich begrüßen. Heimlich? Oh, das ist aber dann wieder ein Verbrechen hier. Muss mal schnell sein dann. Müssen wir dann schnell sein wegen Verbrechen. So, wenn es zur Quest gehört, ist nicht schlimm, oder? Programm hochladen. Kehre zu dem Typ zurück, okay? Emoji-Gen. Was haben wir denn da hier für Aufträge, okay? Für Computersysteme hat mir immer die Geduld gefehlt. Okay, wenn es zur Quest zählt, dann dürfen wir hacken. Ich habe bald eine Abgabe. Und es zählt nicht als... Ich kenne Leute wie dich. Betrug oder Belug oder Dieb oder sowas. Geil. Dann gehen wir zurück nach Emoji-Gen. Ich keine Ahnung, was das heißt. Gene Hackman. Keine Ahnung, was weiß ich, wer das alles ist hier. Ich weiß nicht, wie die alle heißen hier. Hey, mach mit dem Boostpack keinen Blödsinn. Gibt hier schon genug Flugverkehr. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Nee, was denn? Weil sie überall kleine Außenposten hat.
Nach dem Koloniekrieg wurden viele Anlagen aufgegeben und dort haben die Piraten Stützpunkte eingerichtet. Wow, da will ich jetzt alle töten. Das ist halt echt ziemlich übel. Nichts Neues. Ist ja auch eine Drecksgegend. Ja, es ist echt eine Drecksgegend. Das ganze Drecksplanet oder Drecksstadt hier. Alle korrupt. Die ganzen Händler werden ausgebeutet von diesem komischen Fuzzi. Der Chef ist ein riesen A-Loch. Könnt sich ja vorstellen, was da alles abgeht. Du musst auf diesem Planeten. So. Oh, Powerfin. Warum kann man da nicht durch? Hätten sie mal eine Tür machen sollen da. Zack. Und auf geht's. Operations. Operation Imonotech. Let's go. So, mal schauen. Ist sie nicht da oben gebackt? Wir speichern mal vorher schon was. Okay, let's go. Action. Na, sieh mal einer an. Du hast deinen ersten Auftrag überstanden. Ja, easy. Wie ist das gelaufen? Noch eine Beförderung. Ich will noch eine Beförderung. Ich habe nach dem Kaffee holen eine Beförderung bekommen und jetzt nach dem Upload will ich noch eine Beförderung. Alles erledigt, kein Problem. Reden wir über mein Gehalt. Weißt du das denn nicht schon? Alles erledigt, nicht der Hauch eines Problems. Ich wusste doch, du bist perfekt für den Job. Dankeschön, höre ich öfters. Denk daran, ein Zwischenfall kann alles Mögliche bedeuten. Bestechungsgelder, Deckgeschichten, Aufräumteams. Du weißt schon. Okay. Je sauberer deine Arbeit, desto höher die Auszahlung. Das verstehst du sicher. Eh klar. Verstehe, saubere Arbeit bedeutet maximale Auszahlung. Keine Sorge, ich arbeite sauber, wie es nur geht. Du kannst doch nicht in allen Ernstes erwarten, dass ich so meinem Job makellos Arbeit leiste. Wenn du saubere Arbeit willst, hättest du mich nicht einstellen dürfen. Erstens. So ist es. Inzwischen kümmere ich mich darum, dass dieses Slate korrekt entsorgt wird. Nun, da wir wissen, dass dich ein kleiner Cyberstreich nicht überfordert, geht es mit Unterschiebung weiter. Okay, bin gespannt. Ich bin zu allem bereit. Unterschiebung? Soll ich jemanden ein Kokosnuss ins Nest legen? So sehe ich etwa wie ein Vogel aus? Für Intrigen bin ich immer zu haben. Eine unserer Tochtergesellschaften, Arboron, konkurriert mit Laredo um einen Auftrag. Der Kunde ist sehr auf ein gutes Image bedacht und wird einen Vertreter nach Aquila City schicken, um Laredo zu beurteilen. Oben ist mit du auch musst dem Büro einfach nur zuerst einen Besuch abstatten und dort belastende Indizien gegen die Firma hinterlassen. Oh, wie wie nett die alle sind hier. Irgendwelche Daten hochladen, irgendwelche Sachen. Also alles läuft mit legalen Dingen ab. So werden also große Firmen erfolgreich. Ist ja halbes Real Life hier. Die Hände von Laredo werden ziemlich schmutzig aussehen. Wenn das Riogen Erfolg bringt, mache ich es. Wie sollen sich die Indizien hinterlassen? Worauf kommt es bei diesem Auftrag besonders an? Hier ist saubere Arbeit gefragt. Ja, bitte? Ja, okay. Wenn wir negative Aufmerksamkeit auf uns ziehen, könnte uns das den Auftrag kosten. Das wollen wir nicht. Ich will aus Aquila City keine Berichte über Kopfgelder oder Leichen hören. Aha. Wie soll ich die Indizien hinterlassen? Die Beurteilung wird ähnlich wie eine Buchprüfung ablaufen. Okay. Da wird alles gründlichst geprüft. Aktenschränke, ja. Schreibtische. Dir wird schon etwas einfallen. Moi? Wenn das Ryujin den Erfolg bringt, dann mache ich das so. Das ist genau die Einstellung, die Chefetage sich wünscht. Hier ist die Slate, die du dort unterbringen sollst. Sie enthält vertrauliche Daten, die unsere Freunde bei Laredo schlecht dastehen lassen. Und jetzt los. Es dreht sich alles um Slates hier. Mache ich gerne. So, was ist denn? Ich kann meinen nächsten Auftrag kaum erwarten. April Swanny, was geht mit dir? Wanna talk dirty to me? Hello? Ah, March, du bist April? Also Imogens neuer Agent. Willkommen im Team. Ich bin April. Wie ist Imogen als Boss? Ich komme prima mit Imogen klar und habe wirklich großen Respekt vor ihr. Sie nimmt sich, was sie haben will und hasst Papierkram genauso wie ich. Sie vertraut uns, dass wir unsere Arbeit erledigen und erspart uns diesen Mikromanagement-Mist. Warum noch Papierkram? Macht das nicht eine AI in dem Jahrhundert? Was genau macht ein Agent? Die Operations-Abteilung hält sich ziemlich bedeckt. Darum weiß ich nicht genau, was die anderen Agents machen.
Ich persönlich bin auf Informationsbeschaffung spezialisiert, an die unsere Techniker nicht rankommen. Also Spionage. Vor allem zur Erpressung wichtiger Kunden und Führungskräfte. Erpressung? Die meisten Aufträge führen mich in die Astro Lounge oder nach Paradiso. Okay. Ist ein fantastischer Job mit vielen Vorteilen. Das ist nur schmutzige Geschäfte, machen die Agents alle. Im Luxus. Okay, also Erpressung, ich tue auch sowas ähnliches ja machen hier. Weg. Ich tue irgendwelche Leute anschwärzen. Ich will Miss Salso nicht verärgern. Das ist mir scheißegal, was du willst, Digi. Na, da wurscht. Ich hab dich im Blick. Ja. Nicht bevor ich dich sehe. Wieder zurückgehen hier. So, dann fahren wir wieder Aufzug. Der Vorteil an so einem schönen Gebäude ist, man kann immer Aufzug fahren. Oh, power feel. So, let's go. Le Grains Likör. Bist du ein Name? Du bist ein normaler Burger. Kein einziger Name. Ich habe, glaube ich, eben mit allen schon gesprochen hier. Okay. Da, wo wir hin müssen, ist es noch auf unserem Planeten überhaupt? Raumhafen. Ich glaube nicht, oder? Wo ist denn die Kontrolle, wenn man hier rausgeht? Hallo, kontrollier mich jetzt. Wir haben hier nicht umsonst Regeln. Halt dich dran, dann verstehen Sophie. Wir uns. Sprich mit mir. Halt dich an die Regeln. Sonst alles klar. Mhm. Ja, könnte für einen Kaffee glatt jemand umlegen. Okay. Könnte für einen Kaffee glatt jemand umlegen. Wir waren lange nicht mehr. Ich glaube, gestern waren wir, ich glaube, sieben Stunden waren wir nur in Neon City. Also das ist ja der Neon City Tag. Könnte man so benennen. Mache ich aber nicht. Ganz normal stur in Folge und Staffel aufteilen das Ganze. Ja? Ja, genau. Tag, Folge, Staffel. So, da sind wir wieder. Ja, wir waren lang nicht mehr hier, ey. Krass. Mal schauen, ob es das Schiff überhaupt noch gibt. Okay. Scheint alles IO zu sein. Haben wir jetzt eigentlich die Kohle für das andere Schiff? Warte, wo ist die Kohle? Wo steht denn die Kohle überhaupt? 299.000. Wir könnten das andere Schiff leisten, falls es noch da ist bei dem Händler. Das fühlt sich alles an wie ein Traum. Kein Problem. Wenn mich also jemand zwicken will, setz das was. Boah, endlich kommen wir wieder hoch. Deswegen so schön extra dahin gehen und dann aufsteigen. Abheben. Erstmal Corsair in Orbit, bitte. Bitte nicht dem Captain in den Ohren, okay, Cora? Du mich nervös? Nein, nie. Schlechte Wortwahl. Sei einfach nett zur Crew. Na klar. So, sind hier oben schon Pirates? Das ist mal ein Speicherstand hier. Lass uns mal drücken die Taste L. Nach Aquila City. Oh, das ist ja, ich glaube doch meine Lieblingsstadt. Kurs festlegen. Maximum Warp. Und Energie. Oh, wir sind direkt. Okay, krass. Ohne irgendwelche Kontrolle. So, wir kommen direkt in der Nacht an nach Aquila City. Und wir müssen dem anderen irgendwas anhängen. Schon mal Space begegnet? Ich mag die Stadt hier. Ich bin ja, also das ist eigentlich theoretisch meine Main City, weil ich ja Ranga bin. Ich bin Ranga, aber ich bin jetzt auch Angestellter bei den anderen. So, lass uns in den nächsten Ladescreen rein. Jede Waffe hat die volle Laredo-Garantie. Okay. Ich bin nur der Wachmann. Geh bitte weiter. Okay. So übel sind die Füße doch nicht, oder? Ah, hier geht's hoch, da. Da geht's hoch.
Wir dürfen nicht auffallen. Wir machen das heimlich, okay. Ich glaube, die Schlösser sind zu leicht, weil es für die Quest ist. Aber egal, das zählt. Wir müssen 30 Schlösser öffnen. Oh ne, falsch, Leute. Wir müssen 30 Schlösser öffnen, damit wir den nächsten Ding machen können. Super, hat ja schon mal gut angefangen hier. Hat ja schon mal gut angefangen. Ich glaube, ich finde hier irgendwie nichts. Hoffentlich gelingt dir das, bevor wir entdeckt werden. Wir werden doch nicht entdeckt, Alter. Nochmal. Oh, wie geil. Wie das jetzt hochzählt. Da sind die drei oder was hier? Ja, okay. Hier ist doch gar nichts, aber... Müssen wir was reinlegen? Verzieh die vertraulichen Daten. Haben wir. Wir könnten noch was machen hier. Aber ich glaube, das ist dann scheiße, weil wir dann erwischt werden wegen illegal. Ich hätte aber Lust. Krieg der Welten ist hier. Okay. Ich hatte aber Lust, noch ein Schloss zu knacken, wenn es direkt vor unserer Tür ist. Sicherheit. Hier, wir sind schon bei 7 von 30. Dann in den Knast kommen. Bekanntmachung. Erinnerung, Sicherheitsschulung. An alle, Personalabteilung. Wir möchten daran erinnern, dass die Teilnahme an Sicherheitsschulung verpflichtend ist und bis zum Ende des Monats erfolgt sein muss. Ja, na, aber hopp dann. Quartalsbericht. An alle, vom Management. Wie euch allen sicher bewusst ist, steht das Quartalsmeeting vor der Tür. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, erfordert aber eine sichere Verbindung. Wer teilnehmen möchte, sollte daran denken, rechtzeitig Kontakt zu IT aufzunehmen, um sich zu vergewissern, dass sein Setup sicher ist. Presseanfragen an alle von Public Relations. Wir wissen, dass die Presse in letzter Zeit Kontakt zu mehreren unserer Mitarbeiter aufgenommen hat. Solltet ihr denn kontaktiert werden, wendet euch bitte an die Public Relations Abteilung, bevor ihr antwortet, um unvorhergesehene Folgen zu vermeiden. Haben wir, mehr ist nicht. Achso, das war auch gar nicht illegal. Okay, das ist strong. Also haben wir noch ein Schloss knacken können, das war gar nicht illegal. Geil. Und da es halt nur ein leichtes Schloss war, war das ja auch kein Problem. Okay, wir dürfen hier nicht gesehen werden, aber wenn wir ein bisschen... Wenn wir Scheißerei haben, was willst du machen? Mit Scheißerei kann man... Also hier gibt es einfach nicht genug zu tun. Kundin... Okay. Uns hat ja auch niemand hier rein und rauskommen sehen. Ich kann dir sicher weiterhelfen. Erledige einfach deine Geschäfte und geh wieder. Du wirst feststellen, dass wir hier alle möglichen guten Waffen haben. Okay, ich hab hier auch schon mit allen gesprochen. Bin nicht sicher, ob ich alle Quests hier habe, aber ich bin schon mal Ranger. So. Geht's denn nicht zurück direkt? Geht's dann direkt zurück hier? Okay, ich würde... Ich wollte hier noch diese Börse anschauen. Wir machen erstmal die Leine fertig, oder? Kurs legen. Landen, let's go. Können wir direkt jumpen von einem zum anderen Planeten? Sogar in der Stadt direkt? Oha. Ich hätte mal wieder Lust mit dem Raumschiff. In hohe Gegenden zu fliegen. Wir sind am Anfang mit Level 1 bis 15 mehr Level 35 geflogen. Jetzt fliegen wir in kleinen Level mit hohem Level. Das ist ja ganz verrückt.
die Geschichte mit Andreja und mir müssen wir mal da vorantreiben, aber sie spricht ja nicht mehr mit mir, weil wir waren letztes Mal, am Schluss haben wir noch geschafft, dass sie dreimal uns zugestimmt hat. Vielleicht bedeutet dreimal ja schon Sack, also dass wir viel Sack trinken gemeinsam. Who knows? Ich habe dich schon erwartet. Ist es erledigt? Ja, aber das ist nicht gerade fair. Scheiß auf fair. Kinderspiel. Die werden ihr blaues Wunder leben. Ja, alles erledigt, denn die sollte die in der Tasche haben. Großartig. Ich werde Ularu wissen lassen, dass wir unsere Verhandlungen aufnehmen können. Okay. Nun ist es an der Zeit, etwas andere Fähigkeiten zu testen. Andere Fähigkeiten? Immer gerne. Ich habe dann noch so einiges auf Lager. Ich bin zu allem bereit. Ich finde, ich habe meine Fähigkeiten bis jetzt mehr als bewiesen. Für eine Herausforderung bin ich immer zu haben. Steht mir vor Rechtswegen nicht eine Pause? Ja, hier. Immer für Herausforderungen hier. Gut. Dein nächster Auftrag könnte mehr Flexibilität. Etwas mehr Flexibilität als die anderen bieten. Da bin ich ja mal gespannt. Für deinen nächsten Auftrag musst du kreativ werden. Okay. Um einer Sicherheitskraft eine Sicherheitsschlüsselkarte abzunehmen. Easy. Und mit kreativ meine ich nicht den Einsatz von Waffen. Wirf dich in Schale und überrede das Ziel. Mit meinem P. Oder übe dich im Taschendiebstahl. Oh, Taschendiebstahl habe ich noch gar nicht probiert. Da ist Jeroka Meister. Aber Jeroka ist gerade nicht im Chat, von daher haben wir keine Chance. Wozu braucht ihr die Schlüsselkarte? Sag jetzt mal. Wir brauchen Zugang zum Sicherheitssystem eines Konkurrenten. Okay. Oh, schon wieder. Manchmal ist nur illegale diese Art, Sachen uns Zugang hier zu verschaffen, besser als brachiale Gewalt. Brachiale Gewalt ist aber auch manchmal notwendig. Irgendwelche Vorschläge, wie ich an eine Schlüsselkarte komme? Eine leitende Sicherheitskraft hat nur für wichtige Leute Zeit. Ein schicker Anzug sollte funktionieren. Manche Agents haben auch eine Wachdienstuniform oder zwei im Schrank. So etwas kann sehr nützlich sein. Wachdienstuniform? Sei vorsichtig. Wenn du erwischt wirst, wird es nicht billig, das hinzubiegen. Ja, die 2-3 Mark, das kriegen wir hin. Du bist doch eine Riesenfirma, die Tag und Nacht betrügt und alle halt hier, ne? Also... Wir sind hier nur in einer betrügerischen Firma. Ryugen! Ryugen Main. So. Du erstickst meine Kreativität. Okay, dann an die Arbeit. Viel Erfolg. Du kannst sicher die Schlüsselkarte auf friedliche Weise beschaffen. Ich weiß nicht, Kopfschuss. Wenn doch etwas passiert, bist du auf dich allein gestellt. Genau, dann kennst du mich nicht und ich habe nichts zu tun. So, trage einen Anzug oder die Uniform einer Security. Reise hier hin in die nach Tupinik. Okay, ist das hier? Ist das in dem Sternsystem? Optional, trage einen Anzug oder eine Uniform einer Security. Wo ist das in welchem Ding? Sprung im Volley oder Vol 2 System. Direkt dahin. Zerstöre die Crimson Fleet, Hound Mission. Wieso? Was? Klinik ruft. Die Klinik steht allen Patienten offen. Freestar VOC? Okay. Okay, wir haben hier angehalten wegen einer anderen Mission, oder? Ne, Reise her, die Klinik. Okay, das ist echt hier. So, das ist unser Ziel, die Klinik an sich. Okay. Ich liebe Kaffee. Aber noch viel, viel besser, wenn ich dachte, ich wir haben hier einfach so angehalten. Ich dachte, wir haben hier angehalten, so random irgendwie. Was können wir denn hier machen? Ich habe nur einen Punkt. Ich würde ungern den einen Punkt direkt ausgeben. 15 Schiffe zerstören und hier noch 2, während ich im Zielmodus bin. Ja, ich hätte gerne für das die Punkte. Ich hatte mir überlegt, soll ich in einen Taschendiebstahl mal ein bisschen was reinputtern. Wenn ich nicht weiß, wo das ist. Sozial ist es bestimmt nicht. Dieb, doch, ach so, das ist unter Sozial. Das sehe ich genauso, das ist logisch. Dass man einen Taschendiebstahl als sozial ansieht. Nur klar.
einen Anzug einer Security. Ja, wir müssen erstmal uns umschauen da, oder? Andocken abgeschlossen. Einsteigen. Mal schauen. Dann tragen wir einen Anzug oder Uniform einer Security-Wache. Papiertücher, Hautcreme. Apfelschnück, Snackpack. Mein Freund Wilby. Tapiertücher. Hier ist kein Anzug. Wie machen wir das denn jetzt? Ich muss den überreden. Captain, grüße. Hi. Ich bin nur der Kurier. Ich weiß. Ich gebe nicht dir persönlich die Schuld. Dr. Salvato, wie lange arbeiten wir schon zusammen? Oh, gibt's extra alles named hier. Sollen wir was reparieren? Okay. Und wie oft haben wir uns in diesem Jahr über verspätete oder verschwundene Materiallieferungen unterhalten? Tausendmal. Das ist das dritte Mal. Okay. Ja, das kommt ungefähr hin. Dreimal. Ich werde deinen Vorgesetzten gegenüber noch einmal klarstellen, dass ja, aber wirklich, der jetzt darf nichts mehr zu spät kommen hier. Die Lieferungen lebenswichtig sind. Ja, ist echt, sonst sterben Menschen. Oder Aliens. Jawohl, Ma'am. Verstanden. Danke, Dr. Salvato. Du darfst dich wieder an die Arbeit machen. Wegtreten. Ich danke, dass du wichtiges Material lieferst. Okay. Das würde ich gerne mal hören. Sprechen wir mal mit ihr. Mit Lara Darvish. Willkommen in der Klinik. Hi. Ich bin Dr. Darvish, medizinische Leiterin. Kann Hallo, ich Frau dir helfen? Darvish. Ist das hier ein Krankenhaus? Der Name hat's verraten, oder? Bin wir mir sind nicht sicher. Eine der wichtigsten medizinischen Einrichtungen in den besiedelten Systemen und nehmen okay. unsere Arbeit sehr ernst. Das ist auch richtig so. Ich brauche mich nicht nur um. Ich bin geschäftlich hier. Ach, tatsächlich? Ich habe aber gar keinen Termin eingetragen. Ja, dann schau unser doch mal Schwerpunkt nach. Ist die Astrovirologie. Virologie, unsere Astro, Patienten okay, okay. sind also meist ungewöhnliche Fälle, die langfristiger Pflege und ich manchmal auch unorthodoxer oder experimenteller Behandlung bedürfen. Okay. Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich. Aber wir haben deswegen kaum Kapazitäten für andere Kein Fälle. Problem. Ich weiß nicht, was du hier zu erledigen hast, aber ich vertraue darauf, dass du es zügig erledigst und mein Mach Personal ich, und unseren Betrieb nicht störst. Würde ich niemals tun. Du hast von Astrovirologie geredet. Was genau ist denn jetzt das? Erzähl mal. Die Menschheit hat hunderte oder sogar tausende von neuen Welten erkundet. Ja, klar. Auf vielen davon gibt es keinerlei Leben. Auf manchen tausend verschiedene aber schon. Viren. Auf jeder dieser Welten kann es alle möglichen Pathogene geben. Katastrophe, Krankheiten, die wir noch nie gesehen haben und nicht behandeln können. Irgendjemand muss versuchen, dieser potenziell tödlichen Gefahr eine Nasenlänge voraus zu sein. Genau das tun wir hier. Ich bin froh, dass ich einen Helm anhabe. Das geht vielen so. Früher habe ich das als leichte Beleidigung aufgefasst, aber ich habe mich daran gewöhnt. Wenn du dich damit wohler fühlst, nur ja, zu... Aber bei den ganzen Viren, leitest du eigentlich diese Anlage hier oder bist du nur so als Spaß da? Erzähl mal. Ja, genau. Seit Dr. Eswaran vor 9 Jahren in Rente gegangen ist. Ui, Eswaran Rente? Die Klinik ist zwar gelegentlich an Forschungsprojekten mit einer eigenen Hierarchie beteiligt, jawohl. Aber letztlich bin ich für die ganze Anlage verantwortlich. Ja, einer muss ja. Gab es jemals einen Unfall? Die Klinik steht gelegentlich vor Ausnahmesituationen, die in anderen Einrichtungen als gefährlich gelten würden. Aber hier aber nicht, nein, oder? Hier ist nichts, easy. Was wir nicht hätten eindämmen oder beheben können. An was für Forschungsprojekten arbeitet ihr hier? Das ist leider vertraulich. Dachte ich mir. Solche Informationen bekommen nur die Investoren, die unsere Projekte finanzieren. Gibt's einen Zehner. Mach's gut. Nee, ich wollte noch fragen. Ich helfe dir gerne. Lernen. Ach ja? Nun, zusätzliche Forschungsproben können wir eigentlich immer gebrauchen. Gib ich dir, bring ich dir, klar. Je mehr Daten wir über die besiedelten Systeme sammeln, desto schneller können wir neue Krankheiten diagnostizieren. Mhm. Ja, theoretisch klar. zumindest. Verstehe. Wir könnten dich wohl als unabhängigen Auftragspartner beschäftigen. Natürlich vorkommendes Dichtungsmaterial ist für die Medizinforschung sehr wertvoll. Je mehr Quellen wir kennen, desto besser. Sammel Dichtmittel für Darvish.
Wo bekomme ich die benötigten Ressourcen eigentlich her? Was wir suchen, sind elementare organische Substanzen. Sie können von der Flora oder Fauna unzähliger Welten der besiedelten Systeme stammen. Halte auf deinen Reisen die Augen offen und sammle alles, was du findest. Ja, machen wir so nebenbei, und falls dir etwas zu einem vernünftigen Preis angeboten wird, kauf es einfach. Das auch, okay. Die Quelle ist uns nicht so wichtig wie die Materialien selbst. Wir haben es zum Forschen. Ja, verstehe. So, machen wir jetzt einmal schon so eine Sidequest. Wer ist denn er? Schiffswartungstechniker. Was hat er denn hier für Schiffe? Hey, wie kann ich dir helfen? Okay, kein Problem. Achso, das nur zu modifizieren. Könnte ich bei dir mein Schiff auch verbessern? Schiff verbessern, was kann ich denn da verbessern? Die hier. Ne, ich will nichts verbessern. Alles gut, ich habe jetzt keine Lust auf das. Ich möchte weitermachen hier. Schiffe, andermal. So, was ist mit dem Kev schon hier? Können wir auch nicht klauen. Okay. Wir sind wegen was ganz anderem hier. Mal schauen, wie wir das finden. Das hier ist ein ziemlich entspannter Posten. Restart Security. Wenn's was Schlimmes wäre, hätten sie mich doch sofort... Da war noch ein anderer Named Doctor, habe ich gesehen. Klinikpersonal. Also, ich muss dann... Abby Edding. Hey, hat sich Dr. Cartwright in Aquila City gesagt habe, ich will hierher, hat sie mich für verrückt erklärt. Langsam verstehe ich sie. Joseph Manning schickt mich. Ich soll medizinische Vorräte abholen. Hey, nicht so laut. Die Klinik hat keine Ahnung, dass ich ihre Vorräte verteile. Davon abgesehen erwarte ich schon bald jemanden. Bayou soll Neon momentan im Griff haben. Ich habe neue Vorräte für dich. Bin doch jetzt schon hier. Die sollten mehr als ausreichen. Die Klinik wird keinen Verdacht schöpfen. Ich werde dein Schiff damit beladen lassen. Einfach so? Überzeugen. Ein bisschen was extra könnte nicht schaden. Was wird passieren, wenn die Klinik davon erfährt? Was die Klinik nicht weiß, macht sie nicht heiß. Darum sollte möglichst niemand davon erfahren. Ich riskiere meinen Job, weil ich weiß, dass die Bewohner von Neon Hilfe brauchen. Darum bin ich dazu bereit, der Klinik ein paar Vorräte abzunehmen. Aber wenn das auffliegt, bin ich wieder meinen Job los. Und Neon die Vorräte. Überall welche, auch bei der Bank war das doch letztens. Wir sollten also möglichst vorsichtig sein. Danke für deine Hilfe. Warum tust du das für Joseph Manning? Wir sind alte Kollegen aus Aquila City. Okay. Wir haben im gleichen Krankenhaus gearbeitet. Während meiner Anfangszeit hat er sich um mich gekümmert. Okay. Obwohl es ein harter Job war, konnte ich so meine Nervosität überwinden. Mhm. Nur um deine Frage zu beantworten. Ja, bitte. Ich weiß ganz genau, dass er dasselbe auch für mich tun würde. Gar kein Zweifel. Na, aber komm, wir überreden sie, das mit ein bisschen geht noch. Weil wir haben ja den Skill und müssen ihn noch aufwerten. Sorry, das geht nicht. Wenn ich dir noch mehr gebe, weckt das Verdacht. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, das hier zu überwinden. Das hoffe ich auch. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ja, kenne ich. Das höre ich gern. Wir finden schon eine Lösung. Oh, ich sollte das wirklich lassen. Wenn die Klinik das erfährt... Dann wirst du gefeuert. Also gut. Du bist sehr... Ja, nur weil ich skillen muss. Sorry, sonst wäre es mir egal. Ein paar Vorräte gehen noch. Nur wegen Skilling ist gleich Milling. Aber machen wir das nicht zur Gewohnheit, ja? Es wird alles auf dein Schiff geladen. Kehre zu Joseph zurück. Also, ich habe das jetzt schon fertig, oder was? Hast du schon Dr. Cassidy kennengelernt? Nein, wer bist du? Daniel Kirova. Weißt du, allein durch die Atemluft hier bist du schon ungefähr einem Dutzend verschiedenen Viren ausgesetzt. Gibt es denn in dieser Klinik auch eine ganze Questreihe, oder? Hast du schon Dr. Cassidy kennengelernt? Schau dir mal hier dieses Ding hier an. Diese Selbstschussanlage hier, krass. So trocken, dass man fast denkt, die haben wir jetzt schon. Selbst ohne irgendeinen Ausbruch ist es auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lass dich hier auf keinen Fall. Hier, schau mal. Es war ein Wagnis von Dr. Darvish, mich direkt nach der Ausbildung anzustellen. Ich will, dass sie es nicht bereut. Kein Problem. Wer baut im Weltraum ein Krankenhaus, Euda? Ob du es glaubst oder nicht, das hat Sicherheitsgründe. Die Dinge, mit denen wir hier arbeiten. Okay. Naja, sagen wir einfach, die sollten sich besser nicht auf einem bewohnten Planeten verbreiten. Hier sind wir schön isoliert. Isoliert und das kann nichts nicht passieren. Nicht gerade ein sehr beruhigender Gedanke. Aber es ist so. Okay. Was ist eigentlich deine Aufgabe hier, mein Kleiner?
Ich bin Arzt. Ich bin neu hier, also beobachte ich im Grunde nur Dr. Darwish und versuche zu imitieren, was sie tut. Das klingt deutlich weniger beeindruckend, wenn ich es laut sage. Wenn ich kann, helfe ich Jern. Oh, klasse, das ist gut. Du hast für die Aufgaben hier leider nicht die richtigen Qualifikationen. Ich kann euch. Aber ich habe ein paar Daten von den anderen Anlagen, von oder? Anderen Anlagen in den besiedelten Systemen. Machen wir doch einfach, es wollen oder immer alle wissen, was wir machen. Der übliche Kurier ist in letzter Zeit etwas unzuverlässig. Ja, der Scheiße, wenn du also der dieses Slate abliefern könntest, würde uns das helfen. Ich nehme jedes Slate, die ich kriegen kann. Ich brauche medizinisches Material, ich brauche deine Hilfe. Dr. Darwish ist, sagen wir, penibel, sagen wir mal penibel, what? Was das medizinische Material angeht. Aber ein bisschen können wir entbehren. Gibst du? Was haben wir denn Schönes hier für Drugs and Rock'n'Roll? Medipack 4, ich habe genug von denen. Notfallkit, ist das ein Upgrade von Medipack? Regeneriert 5 Sekunden lang 8 Gesundheit, das ist 10 Sekunden lang 3 Gesundheit. Das sind 30, das sind 40. Okay, Notfallkit klingt krass, aber hey. Alles in Ordnung. Ich habe genug. Ja, auch Schlangenöle sind immer beste. Brauche nichts, danke. Das habe ich zum Verkauf. Rammerpack, also Injektor. Nee. Okay, alles gut. Passt. Danke für dein Geschäft. Verzeihung, Dr. Darwish? Ich habe endlich bitte? Die Berichte fertig. Hat eine Weile gedauert. Eigentlich wollte ich professionell. Was ist denn noch hier Schönes? Ich habe mich schon gefragt, ist das so eine Anlage, wo man noch Quests hat? Auf jeden Fall habe ich eine Quest bekommen. Ich habe nur gesagt, dass ich mich hier ist Aaron Miller, man. Die letzten Fehler sind alle beseitigt. Arbeitest du immer nur an Computern? Bis wieder was kaputt geht. Irgendjemand muss es machen. Ja, den scheiß Papiergang. Erstklassige medizinische Versorgung. Aber die Technik ist veraltet. Das Budget ist knapp und wird gebraucht, um die Patienten am Leben zu halten. Hinter den Wänden schlummert auch noch jede Menge uralte UC-Technik, die gekoppelt werden will. Windows 95 und so, verstehe. Hast du keine Angst, dass du dich mit irgendwas anstecken könntest? Früher schon. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich mir überall was einfangen könnte. Ja, auf der ganzen Welt, klar. Und wenn ich mir was einfange, bin ich hier besser aufgehoben als irgendwo sonst. Stimmt, kann mir dir helfen. Ist das insgesamt schon okay so? Das schon okay. So schlimm kann die Lage doch nicht sein. Wir sind noch hier, also ist die zumindest nicht apokalyptisch. Ja, ich glaube, apokalyptisch wäre scheiße. Der Job ist sicher und ich kann Leuten helfen. Das ist toll. Mindestens indirekt. Kannst du mir erstklassige Medizin. Ich wollte kurz das machen mit dem, können die nicht einfach alles upgraden, automatisieren? Musst du gehen in der heutigen Zeitalter? Dann wäre ich aber arbeitslos, nicht wahr? Du hast aber nicht ganz unrecht. Nur müsste dazu irgendjemand Dr. Darwish überzeugen, dass das wichtig ist. Und das habe ich vor Jahren aufgegeben. Okay. Aber kannst du mir was über die Anlage hier erzählen? Also was genau ist das? Wie genau läuft das? Und was kommt rein? Was geht raus? Und wo... erzähl mal. Ach, du kennst sie nicht. Okay, die Kurzform. Die UC haben die Station 2194 gebaut. Sie lag außerhalb ihres angestammten Gebietes, was für ein bisschen Streit und ein bisschen Krieg gesorgt hat. Aber nur ein bisschen. Nach einer Weile, einer viel zu langen Weile, da sind sich die meisten einig, war der Krieg vorbei. Eine der Bedingungen war, dass das Freestar Collective die Station bekommt. Irgendwie ironisch, dass es um eine Station, die Leben retten soll, ein Krieg geführt wird. Ein Streit um ein Krankenhaus, das klingt nach einem richtig miesen Grund für einen Krieg. Die UC haben den Krieg also verloren. Machen wir das zweite. Naja, gute Gründe für einen Krieg gibt's eigentlich kaum, oder? Ja, stimmt, ja. Das Problem war wohl, dass die UC sich in Systeme ausgebreitet haben, die ihnen nicht gehören. Mhm. Es ging ums Prinzip, nicht um die Station. Immer das Prinzip seitdem ist schuld, ja. Seitdem wird die Klinik vom Freestar Collective kontrolliert. Seit über 100 Jahren, glaube ich. Mit der Zeit hat sie sich immer mehr auf exotische Krankheiten konzentriert, die die Leute von Planeten- und Weltraumexpeditionen mitgebracht haben. So vernünftig. Macht im Grunde nichts anderes mehr. Okay. Wir führen die Arbeit heute fort. Macht mich ehrlich gesagt richtig stolz, wenn stolz ich das noch dabei so zu sein. Mache. Hier und jetzt. Hör lieber ab, bevor du dich mit was ansteckst.
Ich bin nur der IT-Typ. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, tritt. Okay, wir sehen uns. Okay, was können wir hier noch machen? Wir haben Auftrag, von dem wir haben schon gesprochen. Ich sehe doch aus als... Bis später. Das ist der Lehrling. Das ist der Upgrade-Fuzzi. Das ist Lara, die haben wir auch schon eben. Hier gibt es immer mehr, alles klar. Die ist immer nur woanders, komischerweise. Hoffentlich helfen die Vorräte. Die Abby ist die Korrupte hier. Daniel ist der Chef. Also nicht. Dann ist der Chef. Riester Wache, die Klinik unzugänglich. Ich darf nicht rein in die Klinik. Okay, wer ist das hier? Ein Stuhl. Das ist ja nicht gerade ein Hort der Kriminalität. Was ich aber gut finde. Das ist ein Ben. Ben Armistead. Ich bin nur hier, um den Frieden zu wahren. Wenn du medizinische Hilfe brauchst, bist du bei mir falsch. Ich nehme an, du hast nicht viel zu tun. Wie lange bist du schon ein Freestar Ranger? Hey, das bin ich auch, Kollege. Mal sehen. Ich bin seit 2292 dabei. Aha. Also wären das 38 Jahre. Wow. Schwer zu glauben, irgendwie. Das sind fast 40 Jahre. Nicht schon, viele schon Ranger lange. Haben so lange gedient. Sind das kannst verreckt du mir vorher. Glauben. Glaube ich dir. Wie viele andere Ranger haben so lange gedient wie du? Da fallen mir nur zwei ein. DOS? Cassie Hickson hat es auf 42 Jahre gebracht. Oh, das schaffst du locker. Die Kugel von der Shawbande erwischt hat. Oh, die haben doch letztens umgebracht ein paar. Sich volllaufen lassen bei Aggies. Drüben oh, in Akita City. Und fing dann an, Passanten für Zielübungen zu benutzen. Oha, dann das ist krass. Dann war dann Rusty Ortega. Hat es auf 52 Jahre gebracht. Ja, 52. Und sich dann auf Montara Luna zur Ruhe gesetzt. Das ist doch schön. Ist vor ein paar Jahren gestorben. Das ist doch toll. Ich denke nicht groß darüber nach, aber wenn ich die Jahre so zähle, da kommt schon was zusammen. Kommt schon ein, zwei zusammen. Das ist doch netter. Unter uns. Ich nehme an, du hast nicht viel zu tun. Damit liegst du richtig, ja. Selbst wenn es Ärger gäbe, was fast nie der Fall ist, würde sich die Freestar Security darum kümmern. Lohnt sich, dass er hier ist. Ehrlich gesagt, fällt dieser Posten in die Kategorie Staffage. Seit die Klinik vom Freestar Collective kontrolliert wird, gibt es hier einen Ranger. Ja, soll kann die supporten. Leute wohl daran erinnern, wer hier das Sagen hat. Siehste. Dankeschön, Bern. Ami Stied. You're great. Danke, das höre ich nie, aber ich hab's gelesen. Hier kann man schlafen. Zwecks Buff. Komm, es gibt Welten zu erobern. Ja, machen wir. Schön, dass du dich hingesetzt und gewartet hast auf mich, meine Liebe. Schau mal, wer spinnt denn hier so rum? Oder was spinnt denn hier so rum? Okay, ja, alles Klauware. Ich glaube, wir sind hier durch. Ich glaube, wir sind hier durch. Wir haben mit allen gesprochen. Wir haben ein paar Sachen abgezwackt hier. Wart. Ja, mir geht's gut. Danke, wir haben eine extra Lieferung bekommen. Wir haben sie überredet. Also die Quest von unserer Chefin ist bis dann. So ist es nicht. Es war noch was anderes extra, okay. Weil da stand irgendwie stand da Fortschritt. Okay, dann bin ich wegen einer anderen Quest hier gewesen, auch noch, ohne es zu wissen. So kann man sich ranschleichen hier. Verzieh dich. Los, geh weg. Okay. Fast safe. Oder quick safe, let's go. Komm ja nicht auf irgendwelche Ideen. Also ich brauche den Umhang. Ich hab dich im Auge. Ich brauche den Umhang von ihm. Komm doch mal mit. Tür verriegelt. Werde ich dann festgenommen? Nicht laden. Bin ich dann festgenommen oder so? Oder wie? Oder was? Vielleicht kommt er mit rein und will mich dann verhaften. Na, ich glaube, ich muss gleich nochmal laden. Das ist halt doof, was ich hier mache. Aber man can it more testen, ne? Man can it more testen, you know?
Oioioioi. Wie schnell kriegst du das hin? Nochmal? Wie geil. Und das zählt hier nicht als Pingster? Als illegal? Okay. Jetzt schauen wir mal, was hier so ist. Er müsste halt mit